In dem Video zeige ich euch mal, wie ihr das Keying wie ein Pro macht, gerade wenn es um das Arbeiten mit Log-Footage geht. Also, let's go into it. Wir sind jetzt hier erstmal wieder in DaVinci Resolve. Ich habe hier mein Base Note Tree wieder drin. Solltet ihr noch nicht gesehen haben, wie ich diesen Note Tree aufgebaut habe, verlinke ich euch gerne einfach mal das Video dazu hier oben in der Ecke. Schaut euch das vorher gerne mal an, dann könnt ihr nämlich diese Structure direkt nachbauen und ihr könnt genauso arbeiten, wie ich es gerade tue. Wir arbeiten hier mit Blackmagic Footage und ich habe jetzt hier in den CST In und CST Out schon mal das ganze Footage von Blackmagic in DaVinci Wide Gamut gebracht, dass wir zwischen den zwei CSTs wie immer direkt im DaVinci Wide Gamut arbeiten, um das bestmögliche Ergebnis aus dem Footage rauszuholen. Jetzt ist einfach das Problem, wenn ihr jetzt in den Secondaries keyen wollt. Na, wir gehen jetzt hier mal rein, ist das Problem, ihr keyt nicht auf Rec 709, so wie es hier hinten rauskommt, sondern ihr keyt, wie gerade schon hier gesehen, auf dem Log. Und dann ist wirklich keyen nicht gerade einfach, wenn ich mir das mal, ne? Ihr seht einfach, selbst wenn ich nur die Haut will, er nimmt alle möglichen Sachen hier noch mit. Und das ist dann wirklich sehr nervig, wenn man relativ schnell arbeiten möchte und dann so ein Ergebnis hat. Man muss alles dann einzeln noch ausmaskieren und so weiter. Da gibt es aber eine bessere Möglichkeit. Ich setze das jetzt hier mal zurück. Und dazu macht ihr eine rechte Maustaste, Add Note, nehmt einen Corrector dazu. Den verbindet ihr jetzt mit eurem Input. Und hier legen wir auch nochmal ein CST mit drauf. Und bei dem CST sagen wir wieder, okay, wir arbeiten hier mit DaVinci, Film Gen 5 und geben hier schon jetzt ein Rec 709 aus, Rec 709 2.4. Und das Ding ist, wie gesagt, wenn ich hier keye, dann will er auf dem Log keyen, aber keye ich hier, keyt er mir das Bild in Rec 709. Also wir haben viel mehr Kontrast und du kannst einfach viel besser und genauer das Keying machen. Und wir nehmen aber nur dieses Rec 709 Keying nur als Alpha. Also nur, dass wir, das zeige ich euch gleich, wie wir das machen, dass ihr das Signal nehmt und das auf ein anderes Node mit drüber bringt, was aber dann in DaVinci Wide Gamut zu graden ist. Und dazu legen wir uns nochmal ein neues Node an, nochmal ein Parallel Node, einfach mal 3-4 Stück. Und die haben gar keinen Output, sondern die haben jetzt einfach nur das Signal von dem Rec 709 und da drin keyen wir. Und dann gehe ich jetzt einfach mal wieder ins Qualifier, versuche jetzt hier einfach nur mal die Haut zu keyen. Und da seht ihr einfach schon, er nimmt zwar hier hinten noch ein paar Sachen mit, weil das auch ungefähr die Haut, die Töne der Haut halt sind, aber nicht mehr so krass wie vorher. Also man kann jetzt hier echt nochmal versuchen, ein bisschen mehr, ja, das ist schon mal ganz gut. Dem Ganzen geben wir nochmal ein bisschen die Noise drauf. Und jetzt haben wir hier nur das Keying-Signal. Und dann nehmen wir hier den Alpha-Output und verbinden den hier mit dem Secondary. Den benenne ich jetzt nochmal kurz um als Skin. Und wenn ich mir das jetzt anschaue, kann ich einfach hier in dem Skin sage, hey, ich möchte es einfach noch mal ein bisschen mehr Rot reinbringen in die Hauttöne, weil mir die einfach ein bisschen zu blass waren. Kann ich das damit einfach machen. Und ihr seht einfach, er geht nur im Vorher-Nachher-Vergleich nur auf das gekeyte Signal. Und das gleiche können wir jetzt hiermit auch machen. Ich sage, ey, ganz ehrlich, die Bluse, da ist mir noch zu viel drinne. Die will ich auch noch mal keyen. Auch hier, Bluse zu dem Weiß. Nehmen das mit, verbinden das hier und können jetzt hier sagen, hey, wir wollen das wirklich komplett in das Weiß gehen und ziehen mir mal alles raus, was da drin war. Und wir haben wirklich ein komplett weiße Bluse. Und so könnt ihr einfach, umso mehr Secondaries ihr halt hier habt, ihr könnt jetzt auch noch sagen, hey, die Nägel gefallen mir nicht oder sonst irgendwas. Ihr keyt das unten in dem Rec 709, um ein richtiges Keyen zu machen und verbindet dann einfach das gekeyte als Alpha oben in eurem DaVinci Wide Gamut Node Tree oder in der Node Structure. Und dann
könnt ihr eigentlich alles sauber keyen oder beziehungsweise noch viel angenehmer keyen. Solltet ihr noch Fragen zu dem ganzen Thema haben, schreibt es mir einfach gerne mal in die Kommentare, da gehe ich gerne direkt mal drauf ein. Lasst gerne mal ein Like und ein Follow da, das hilft mir jetzt noch zu wachsen und ich freue mich auf jeden Fall auf eure Kommentare und bis zum nächsten Mal. Ciao.